Das iPad mit seiner Stupsnase hält voll süß. Jo. Ist das? Ich dachte gerade kurz, dass sie mit dem Brettchen runterknallt, weil es so wackelt. Einschalten, liken, abchecken. Wup, 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 wup. Yeah! Oh mein Gott, was war das? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ist da Alkohol im Spiel gewesen? Ich habe keine Ahnung, aber es scheint fast so. Ja, ne? Ui, der kommt aber auch sehr, sehr gut. Der, der sieht richtig gut aus. Der geht rein. Oha. Ja, Mann! Alter, was? Ja, Mann! Unbelievable shot. Ja, Mann! Also, Street. Beim Golfen kann ich überhaupt nicht relaten. Hm. Oh, doch, früher auf der Nintendo. A Switch. Nein, stopp. Auf der Wii. Wie habe ich das denn jetzt gerade ausgesprochen? Auf der Wii. Wii. Ja. Genau, das war schon toll. Reden kann ich jetzt auch nicht mehr. Clips Germany single-handedly hat den einzigen Zweck, dass wenn irgendwo ein Streamer-Event ist, sich alle Leute begegnen und instant die letzten 300 Folgen im Kopf abspielen und sagen... Eieieiei, ja. Da bitte nicht hin, dass der Kniepisser... ja. Wo? Ja, da vorne, da. Ja, das ist. Ah, ja. Neben der Truller, die immer mit dem Stuhl umfällt. Nee, Kacki. Ich hatte ja mal. Also, ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass das genau so abläuft. Ja, auf jeden Fall. Wer bist du? Ja, ich bin der, der immer auf Knien pinkelt. Ex, der war Polizist und als der dann aus seinem Kasernenzimmer ausgezogen ist, da hat man dann sehen können, wer danach einzieht und da waren so Namensschilder dran und da war einfach ein Polizist, der hieß Frauenschläger. ja gut, ist vielleicht nicht so der beste Nachname für einen Polizisten. Würde ich mich auf jeden Fall wohlfühlen, wenn ich dem gegenüberstehe und dann sag so, guten Tag, Herr Frauenschläger. Und heute betrachten wir Fälle von... Oh Gott. Ja. Weiter geht's. Das kann doch kein echter Name sein. Das muss ein Spitzname sein. Das war ein Spitzname. Nee, das ist ein Nachname. Das ist nichts Gutes. Aber... Vor allem, dass alle gesagt haben, das ist ein Spitzname, das ist ja noch viel schlimmer. Ich wollte gerade sagen, das macht's absolut nicht besser. Oh... Das Spiel doch jetzt ziemlich interessant wird. Bleiben wir dabei. So, Abstimmung läuft und alle sagen, wir vergeben ihn. Alles klar. Nein! Ich hab rausgetappt und gerade wieder reingetappt. Tja. Tja. Falsche Wahl. Warte mal, mit der Regenmühle war irgendwas. Tuchmacher. Ah, damit kann ich Mäntel produzieren. Wollt ihr das? Ihr müsst abstimmen. Ich hab keine Ahnung. Oh, nein, bitte wählt nicht die Kekse. Leute, wir brauchen Mäntel. Nee, weiß ich bitte. Nicht die Kekse. Bleibt bei der Sache. Nein. Kekse. Kekse. Ah, schreie. Das ist hoffnungslos. Wir sind verloren. Kekse und Pasteten. Mann, danke schön für die 21 Monate. Hallöchen. Pass auf, hinter dir. Woher wusstest du das? Wie sagte ein großer Philosoph einst, ein großer Songschreiber, du hast einen Freund in mir. Und darum geht es heute. Das sagen auch die Hälfte der Pornodarsteller. Ich sag's, wie es ist. Ich wusste, dass sowas kommen muss. Wieso kann ich nicht essen? Oh, das Spiel, das ist so schlimm. Das sieht sehr falsch aus. Nee. Das sieht sehr falsch aus. Nee. Also, weil jemand kein Geld hat, heißt das nicht, dass er arm ist.
Also, nein, das ist nicht die Aussage, die ich im Moment wollte. Das war auch wieder so ein Zitat. So ein schönes Zitat, ja. Ja. Er ist sehr böse. Er ist sehr, sehr böse. Ja. Wieso? Was ist mit dir? Die ist noch geduckt, oder? Nein, weil sie da die ganze Zeit jumpt und gegenläuft, hat sie keine Ausdauer, wie es ganz klein unten über der Leiste steht. Oh. Und dann kannst du halt nicht springen. Und ja, ich glaube, sie ist auch noch gedockt. Oh, oh, wehe, wehe. Ich komme nicht hoch. Ich bin da vorher hochgekommen, wieso komme ich jetzt nicht mehr hoch? Du hüpfst gehockt, ne? Ah, oh. Ja. Ja. Jetzt habe ich über. Oh, das darfst du bei mir halt auch nicht machen. Oh, ist das böse. Ja. Oh, wie sie zusammengezuckt ist. Der Blick der Panik. Mm. Ah, schön. Jetzt habe ich überschritten. Oh, ich habe auf Save gedrückt statt auf Laden. Tja. No. Als ich an der Gruppe Teenager vorbeiging und einer von ihnen meinte gerade, wisst ihr, was wir bräuchten? Wir bräuchten so Sprachnachrichten. Aber für zwei Leute. Also so, dass ich was sage und mein Gegenüber kann halt direkt darauf antworten und muss sich nicht erst die 15 Minuten, die ich sonst noch mitschicke, anhören, sondern kann darauf direkt antworten. Und das nennt man Anruf. Boy, das nennt sich Telefonieren. Und das war einfach zuerst da. Ja, das ist halt die Entwicklung heutzutage. Ich weiß nicht, ob das bei deiner Generation schon so ist. Was heißt denn das? So viel älter als ich bist du gar nicht. Naja, fast 6 Jahre. Naja, auf jeden Fall. Warte, du bist 30? Na, was? Nee, ich bin 32. Okay. Ja. So bei 27 vielleicht. Oh, was? Dankeschön. Nee, ich werde dieses Jahr 33. Warte, wie im Kopf gemacht. Ja. Nee, kennst du die. Du bist alt. Ja, ach. Kennst du die jungen Teenager von heute, die so telefonieren mit Lautsprecher an? Ja. Das ist doch genauso, wie stellen die Teenager heute dar, wenn sie telefonieren? Wir haben so gemacht. Und die machen halt so. Ja, das finde ich hier noch nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich, dass sie wirklich so durch die Gegend laufen. Ja, oder auch so Sprachnachrichten anhören. Junge, mach das Handy normal ans Ohr, dann hörst du die Sprachnachricht auch. Da oben ist auch ein fucking Lautsprecher. Und vor allem auch lauter. Ja. Ja, dann gibt es da immer so lustige Interaktionen mit mir dann zusammen, wo ich dann einfach irgendeine Beleidigung dann einfach etwas lauter sage. Und wegen der Jugend gehe ich nicht mehr raus. Oh ja, fühle ich. Oh, wir hatten auch letztens auf dem Fußballturnier, da haben sich so ein paar Mädels, die waren halt auch jünger, die waren definitiv gerade erst 18 oder so. Die haben sich unterhalten, in jedem zweiten Satz kam Digger, Bruder. Und diese ganzen Assi-Slang-Füllwörter mit drin vor. Und dann, ich saß da schon so total judgy, ich hab die richtig judgy einfach angeguckt, so. Und dann links neben mir saß eine Frau, guckt die an.
Sag mal, habt ihr schon mal was von Goethe oder so gehört? Jemand, der noch anständig sprechen kann? Und ich saß dann da und ich habe einfach angefangen zu lachen und die Mädchen, die haben halt einfach zu uns rübergeguckt und ich musste halt noch mehr lachen. Bruder, was laberst du? Voila. Ja, ja, genau so. Furchtbar. Ja, du hast da was vergessen, voila bila. Aber Digger und Alter ist meine Generation. Vor ja. allem aus Hamburg. Ja, das ist da. Ja, nee, ich finde das richtig schlimm. Was wir dann zum Teil auch machen, ist, wir unterhalten uns dann in der Lautstärke darüber, wie assi es doch heutzutage ist, wie die ja. Jugend denn spricht, so dass die das einfach nicht überhören können. Ja, das mag ich auch. Und ja, das aber, ist keine gute Angewohnheit. Nee. Naja, aber sollen sie mal machen. Irgendwann werden sie dann in den Job kommen und denken sich, fuck. Hier sollte ich vielleicht doch nicht so reden. Mhm. Aber wie kriegst du jahrelang anerzogene Sprachweise auf einen Schlag wieder raus, außer gar nicht? Ja, es gibt Sprachkurse. Oh, jetzt, wow. Jetzt ohne Flachs. Du kannst, wenn du zum Beispiel Auszubildender bist, bei IHK in jedem Bundesland kostenlose Sprachkurse machen. Für zum Beispiel, wie verhältst du dich richtig am Telefon? Wie bringst du das Lächeln rüber bei einem Telefonat in... Also Hotline-Gespräche zum Beispiel oder wenn du mit Kunden telefonieren musst. Ja, ja, das ist bei manchen wahrscheinlich auch angebracht. Ja. Bruder, willst du Konto machen, Bruder? Mach dir gute Preiswaller. Ja, das ist auch so schlimm. Das ist so furchtbar. Okay, komm, lass uns weitermachen. Jo. Oh, die ist ja auch Leben, tot, meine ich. Oh Gott. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ja, sie ist nur ohnmächtig. Ich hab mich verklickt. Ist das scheiße, Mann. Oh Gott. What? Was? Wow. Was? 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 Okay, das ist wirklich gut. Was zur Hölle? Gerne. Was? Gib ihr mal so. Nee, gib dir mal. Ich hab mich schon gewundert, war das vor allem direkt neben dem Mikro. Oh Gott. Findet dich sehr lustig und total toll. Oh, dann gibt es ein Schnäpschen und sie genießt. Bett wird gerichtet und dann schaut sie am liebsten Horror bei dir. Warte mal, eine von den 93-jährigen Bewohnerinnen im Altersheim guckt bei mir Horrorstreams? Ich liebe ja alles daran. Das ist echt voll geil. Hä, aber was für ein Riesenkompliment ist das denn dann in dem Moment? Also ich meine, gerade die Älteren, die es halt, die eigentlich nicht so sind und sowas so aktiv verfolgen, wenn denen das so gefällt und du denen mit deinen Streams halt irgendwo noch, auch in einem Altersheim noch irgendwie so eine schöne Zeit machen kannst, ist doch voll geil. Das ist voll das Riesenkompliment. An sich schon, ja. Oder das ist die Vorbereitung für den schnellen Tod. Deine Gedanken gehen heute wieder in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Ja, warum sonst Horrorstreams gucken? Ach, vielleicht sollte ich das manchen Eltern mal empfehlen. Das war einfach so Schocktherapie. Schatz, ich habe ganz viele Leute angefasst in der Astralebene. Sollst du mich anfassen? Ja, dich in der echten Welt. In der Astralwelt kann ich anfassen, wenn ich will. In der Astralebene macht man das nicht. Nein, das ist doch bitte. Du, wenn ich sterbe, dann wirst du auch nie wieder irgendjemand anderen anfassen, das sag ich dir. Für immer und ewig. Auch nicht in der Astralebene? Auch nicht in der Astralebene. Kleinen Schwur. Was? Das darfst du nicht schwören, Olli. Das ist wirklich schwierig. Kleiner Fingerschwur. Schwörst du zurück? Ja. Du fährst nie wieder jemanden an? Nie wieder. Das heißt aber auch, du wirst nicht angefasst. Ich werde doch nicht angefasst. Na, dann schwöre ich mit dir nicht, weil ich will ja, dass du angefasst wirst, wenn ich tot bin. So. Sache geklärt.
Ich aber. Das könnt ihr mal wissen zu Hause. Hä? Dann komme ich bei euch zu Hause vorbei, hat der Arsch aber Kirmes. Für meine Zukunft sollen sie spenden. Halt's Maul! Dumme Kinder. So. Ja, so ist recht. So ist... Wieso kommt ein so ein Clip da jetzt mit rein? Da ist so viel passiert. Ja, ja, aber der Clip ist 3 Jahre alt. Ja, oder fast schon 4. Oh, ich habe keine Ahnung, aber er ist sehr gut. Naja, jetzt sind wir Friendly Fire 10. Und das war ja, von 6. Okay. Oh. Ja, also das 10. kommt jetzt, aber trotzdem, das war ein bisschen... Warum wird da nicht aufs Datum geachtet? Also, vor allem weil man das, glaube ich, auf SCG nicht sehen kann. Nee, aber beim Einschicken kannst du ja sehen, von wann... Ja, aber es ist ja. Im Prinzip gab es das Format da ja noch nicht, also. Ja, ja, ich finde es nur ein bisschen komisch. Ich glaube, ich habe kein Temperatur-Ding. Tempometer? Nee, Temperaturmessgerät? Ein Tempostat heißt das. Ich habe kein Tempostat, Gonzo. Hallo Capristo, grüß dich. Und wie heißt das Thermometer? Richtig? Entweder Thermometer oder Thermostat. Weil alles mit Temp ist Geschwindigkeit. Ja. Ich? Das war sehr verwirrend. Thermostat? Achso, ich dachte, das heißt Tempostat. Was ist denn ein Tempostat? Scheint so weit behoben zu sein. Also der Cam-Notstand scheint echt so behoben zu sein. Also ich habe, glaube ich, das war sehr gut geistesgegenwärtig, dass ich das draufgelegt habe, weil die ist jetzt wirklich sehr kühl. Können das gerne noch mal kurz ausprobieren, aber die scheint jetzt wieder zu funktionieren. Jetzt haben wir halt das Handy hart im Weg, ne? Und Van, danke für die Lörgrüße. Wenn wir jetzt gleich halt wieder ein Standbild haben, dann hoffentlich screenshottet ihr. Oh, scheiße! Okay, das ist wirklich gut. Ja. Miko, kriegen wir irgendwie die Lampe angeschlossen? Haben wir irgendeinen Stecker oder irgendwas bei? Dass wir das an eine Kabeltrommel einstecken. Mann! Miko, kannst du die beiden Lampen hier oben an die Decke schrauben? Jetzt fangen wir nämlich auch noch an damit zu nerven. Nein, ich mach's mal ernst. Doch. Mann, du blöder Vollstock! Was machst du denn? Damals, ich weiß Damals, es nicht. Bitch. Okay. LOL. Deswegen haben wir bei uns... Habe ich schon mal erzählt, dass der Kater Türen aufmachen kann? Nein? Ihr habt's gesehen. Deswegen haben wir Türklinken, die nach oben gehen. Ja, kenne ich aus solchen Haushalten. Mhm. Also Tierhaushalten. Also nicht, weil den Katze aufmachen konnte, aber weil ich als Kind hier oben halt... Das wäre halt auch nicht gut gewesen, weil direkt nach unserer Wohnungstür kommt halt die Treppe. Tür aufmachen ging, aber Treppe laufen eher nicht. Bisschen problematisch. Ja. Wie bitte? Ist die Messung der Lautstärke oder? Ja, genau. Ich messe, wie laut jede Stadt ist. Und die am lautesten war, kriegen 5.000 Euro gewonnen. Aha. Für Gewinn. Ja. Okay. Für gute für einen guten Zweck. Ja, schön. Ja. Gut. Das ist so unangenehm. Oh mein Gott. Auch anstatt einfach die Wahrheit zu sagen, dann sich so einen Scheiß ausdenken, der noch unangenehmer ist. Ja. Schönen Abend noch. Danke. Ich muss es halt in die Mülltonne schmeißen, weil das andere, also das Rote hat es auch, aber nur hinten. Was? Seht ihr das? Und vor allem an den Nippeln. Um die Boobs rum. Seht ihr das? Meine Boobs sind darauf abgezeichnet. Ja, literally. Tee, es ist kein... Kann man wahrscheinlich gut bei eBay verkaufen. Ein Whisky. Leute, ich trinke kein Whisky. Ich bin kein Alkoholtrinker. Bin ich wirklich nicht. Whisky trinke ich so oder so nicht. Das Zeug schmeckt mir nicht. Aber das ist Eistee. Zum Wohl. Was
meint ihr, was ich dann hier wischen muss? Karma is a bitch. Nein, das habe ich nicht drinnen. Ah, wie gut. Alter. Oh, scheiße. Also das... Oh, das wäre für mich so ein Moment, wo ich... Ich würde so sauer sein. Oh ja. Aber einfach nur, weil die Scheiße umgefallen ist. Ja. Oh. Ja. Scheint ja deine Neon-Leuchtschrift auf dem Dach. Stimmt, du hast dein das Neon einfach. Neon-Nova? Ja, du hast Neon-Nova als Licht einfach. Ja, die das war doch nicht rot, Leute, das war gelb. Scheiße. Ich kann den Tisch hierher spüren. Warum hast du eine Vibration? Das war gelb. Das war absolut gelb. Okay. Boah, wir sind Schluckauf. Ich versuche den ganze Zeit runterzuschlucken, aber das funktioniert nicht. Was macht man gegen Schluckauf? Was hast du gestern gegessen? Ganz weh, also gestern Morgen und Mittag. Nichts. Fischbrötchen. Was mit Fischbrötchen? Backfisch? Mit? Backfisch? Nee, was da noch drauf ist. Salat. Sonst nichts? Gute Frage. I don't remember. Das funktioniert wirklich. Das ist richtig. Hast du noch Schluck auf? Das funktioniert wirklich. Hä? Was? Wieso funktioniert das? Das macht meine Mama auch immer. Gern geschehen. Was? Ja, das ist das gleiche wie mit... angehaltenem Atem durch einen Türrahmen zu laufen. Oh, das kenne ich. Weil dann wird dein Gehirn zurückgesetzt. Deswegen vergisst man auch immer Sachen, wenn man durch einen Türrahmen läuft. Ah. Ja, stimmt. Das ist das Portal zu einer neuen Welt. Deswegen da wird immer der Charakter zurückgesetzt und gibt sogar mehrere psychologische Studien darüber. Irgendwie der Türeffekt oder so? Also das ist jetzt noch nicht mal scheiß. Moin. Hallo Moi und hallo Jackie. Hochgehende Wochenende! Woohoo! Hallo, bisschen mehr Begeisterung. So ungefähr wie das Bild rechts da mit Brenda. So in etwa habe ich mir das jetzt gedacht. Die Reaktion darauf. Bei mir ist jetzt aktuell... So gesehen, Samstagnachmittag. Ah, stimmt. Du musst Wochen nächste Woche haben. Wieder, oder? Nee, ich hab noch eine Woche. Dann beschwerst du dich noch. Wie gesagt, es ist gerade Samstagnachmittag. Jetzt, nächste Woche ist dann der Sonntag. Ich erinnere mich bitte dran, dass ich das gleich noch klippen muss, wie ich da eben fast verreckt bin vor Lachen. Oh! Ja. Ich glaube, das wäre auch sehr lustig. Warum hat sie nur drei Stücke? Weil ich esse so ungern im Stream und dann... Hä, wir haben heute eine Kuschelparty. Jetzt weiß ich auch, warum du ungern im Stream isst. Das ist ja gar nicht anzusehen, wie du isst. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und vor allem, du siehst bei Milchbaum, wie komplett der Charakter wegfällt. Danke, Jackie, für den Follow und willkommen im Rudel. Aber könntet ihr das bitte... Was geht da gerade ab? Ich frag für einen Freund, bevor ich anfange zu bannen. Was geht denn mit denen? Vor allem. Ich hab keine Ahnung. Ist Jackie mit zwei Konten drinne? Naja. Ich guck mir das mal noch an, bevor der Bannhammer schwingt. Hm.
Dreh dich nicht um, man soll nicht sehen, aus welcher Pappe deine Öhrchen gemacht sind. Filet-O-Frisch. Aus was für Pappe sind die gemacht? Sponsert bei McDonald's. Oh ja. Warte mal. So, was passiert jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Warum lacht ihr, Chat? Er hat einen langen Schwanz gehabt. Ich darf doch wohl sagen, dass ich einen gerne hätte mit einem langen Schwanz. Da ist doch nichts Verwerfliches. Wait a minute. Wait a minute. Nein, es geht um einen Hamster. Es geht um einen Hamster. Ich habe mir kurz überlegt, ich glaube, sie meinte nicht das, was sie gesagt hat. Nein. Und vor allem... hier, wie heißt das? Vor allem, wie sie mittendrin einfach kurz den Charakter verloren hat. Oder den Voice Changer. Mhm. Ja. Ja, genau so. Ist die hier verschaut verlangt? Ja. Oh mein Gott. Ich stell halt zu. Es geht alles noch hier. Oh, wie dumm. Oh, wie dumm ist das denn? Und wie gemein ist das? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich glaube, mir reicht das jetzt. Ich wollte gerade sagen, du kannst da, glaube ich, 3 Leute bannen oder so. Aha. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und tschüss. Das ist mir hier gerade absolut zu anstrengend. Das können den Kindergarten, können die gerne woanders machen. Ja, kann ich verstehen. Ich muss aber mal eben. Mal eben? Ich muss, ach, das Cognitot hab, weil ich nicht weiß, was da passieren wird. Hm? Mach ich. Total. Wieso denn ich Cognitot hab? Weil ich nicht weiß, was bei der Suche gleich rauskommt und ich nicht riskieren will, dass da irgendwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann. Ey, wie mache ich das? Ach, da. Ich glaube nicht, dass sie das meinten, was bei der Suche rausgekommen ist. Wieso? Das ist ein Teppich. Tja, dann weißt du Bescheid, ne? Ah. Weiter geht's. Aber kam es schon komisch vor, weil die alle relativ gleichzeitig in den Chat kamen. Ja. So, weiter geht's. Dumme Menschen halt. Eine handelsübliche Banane, da ist kein Faden, kein doppelter. Pass auf. Wie öffnet man diese Banane? An dem Öffnung. Nee, hier. Warum? Affen machen das auch so. Nein, Affen machen das nicht. Hast du dich gerade mit Affen verstanden? So. Was ist das? Warum? Oh, das geht nicht, das ist verboten. Da gibt es weniger Bananenfäden und was? Das ist nicht so ätzend. Gib mir hier deine Banane, wenn dann richtig. Kacke. Was ist denn das hier? Ja. Was ist das? Das ist der nicht zum Halten. Das zum Aufmachen. Ich habe das Gefühl, ich hätte Bananen in der Hand. So deswegen esse ich so gerne Bananen. Oh Gott. Oh, leiser. Come up to the lab. And see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rage is
isn't really to blame. So I remove the curse. Kannst du dich bitte mal umdrehen und hüpfen, meine kleine Schnecke? Ach, Panda-Knuffel, du musst ins Internet gehen und dir vorstellen, dass ich deine kleine Schnecke bin, die irgendwelche, die mit dir irgendwie, keine Ahnung, zusammen ist oder sowas, weil du im echten Leben keine abbekommst. Und dann bist du wirklich so in deinem Film drinne, dass du gar nicht mehr richtig nachdenken kannst, dass du das dann sogar noch in den Chat schreibst und wirklich denkst, dass ich das mache. Oh, du bist so ein Loser. Ich sag, zu einem Klassentreffen musst du Autogrammkarten mitnehmen. Bei einem Klassentreffen frage ich. Ich frage einfach bei einem Klassentreffen so richtig auf eklig. Habt ihr denn eigentlich auch so einen VIP-Bereich, wo ich mich mal ein bisschen zurücklehnen kann und so? Weil ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ach nee, wisst ihr ja nicht. Oh Gott. Das ist echt richtig auf eklig. Ja. Ja, Turbinator meinte, ihr seid verwandt, aber du sollst wohl auch mit Gronkh verwandt sein. Weiß nicht, ob er Spaß gemacht hat. Ach so, das sind beides meine Väter. Die hatten so eine künstliche Reagenzglasbefruchtung gemacht und dann bin ich daraus entstanden. Ich habe die heiße Optik von Tobi und den Charme von Erik gekriegt. Und den Schwanz von beiden, weil ich habe zwei. Die sind wie so diese Wünschelrufe. Ich glaube, Tobi ist jünger als creepy. Hä, der ist doch noch. Ach so, Tobi ist. Ja, ich war gerade bei Funk. Ja. Nee. Deswegen war ich gerade. Wenn kurz ich mich einer Wasserquelle nähere, oh, ne, ja. Wie einer Frau, dann gehen sie auseinander. Oh Gott. Warum sag ich sowas? Ja, dann ist alles geklärt. Ja, ich finde auch. Alle schlafen bei Mutti Eva. Let's go. Super. Dieses Jahr bin ich keine Camp-Mutti. Denn ihr würdet mir eine große Freude machen. Es klingt so, als wenn ihr bald eine Beherbergungslizenz. Komm nochmal. Was? Es klingt so, als wenn ihr bald eine Beherbergungs. Nee, also nochmal. Es klingt so, als wenn ihr bald eine Übernachtungslizenz beantragt. Ich will. Nein. Hilfe. Okay. Ich kann das auch ehrlich. Sag mal, was tanzt du hier rum? Da tanzt einer herum. Der NPC, der tanzt. Der fährt doch gleich die Kleppe runter, oder? Oh. Oder ne? Warum geht das nicht? Hallo? Penis! Oh, Alter. Egal, welche Drecksau das war, ey. Ich kann gerade nicht gucken. Das war gut. Halsmaul. Oh, wow, die ist sehr groß. Oh, man sieht schon ein bisschen das Kamel. Ich gehe mal ein bisschen höher mit der Kamera. Kannst du die Lippen, Gott, die Hose auffressen? Ja. Moment, Moment. Na, steckst du fest mit deinem Kreuz? Oh, der klippt doch gleich durch. Das würde mich jetzt frustrieren. Ja. Ja. Mach nochmal mit Anlauf. Oh Gott, der kommt doch mit Anlauf wirklich durch. Und wir machen nochmal weiter mit Gas Station. Oh mein Gott. Wow. Simulator. Gas Station Simulator. Ich kann. Nein, der war fantastisch. Ich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit so viel Angst durch die Tür gelaufen bin. Hä, hey, Resident Evil. Jetzt erschrecke ich mich nicht mehr, ich weiß jetzt, was passiert. Okay. Schicksal. Wow. Habt ihr gesehen, wie ich den Bein gestellt habe? Okay, wo kann ich dich hinbringen? Ich fahre nach Liberty City, ich weiß nicht, ob du mit willst. Hallöchen! Was? Ist das ein Billardball? Hä? Um.
Ich habe mich vor meiner Katze erschrocken. Meine Katze ist mir, es hat mein Bein gekuschelt. Junge. Junge, habe ich mich erschrocken. Sie hat sich nicht weggetreten. Oh, bestimmt. Holly! Welcome to Animal Village. Oh Gott. Oh, du bist ja so winzig und so süß. Ich könnte dich wie eine kleine Mucke in meiner Tasche tragen. Oder was? Gleich in dem... Das war gemein. Ehre genommen. Sag mal, du bist doch der uneheliche Zwillingsbruder von Stay, oder? Ey, das ist das beste Kompliment, das mich gleichzeitig beleidigt, dass ich seit langem gehört habe. Oh, okay. Sorry. Wow. Left side, right side, none of Du solltest vielleicht auf dem Aufzug bleiben. Ja, das, ja. Au! Oh Gott, der ist auch ein Aufzug! Nein! LOL. Oh, wow. Hallo, Kadi, hier ist Matteo. Hier ist Matteo aus Entdeckung. Hallo, Matteo, ich glaube, du musst den Knopf drücken. Mann! Also. Matteo sieht halt nur jung aus, ist es aber nicht. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über dich sagen. Ich nehme das zurück. Das war nur ein Joke. Das war ein Joke im Affekt. Wie konnte man das übersehen? Also, ernsthaft? Die ist doch riesengroß. An allem anderen ist sie perfekt ausgewichen vorher. Ja, die kleinen Kackbäume und so weiter. Hallo Zässchen, ich finde deine Pimmel sehr schön. Warte, Moment. Was jetzt? Komm in meine schimmlige Bude. Come on. Oh mein Gott. Chat. Start to love. Ginger kommt aber nie mit, oder? Ginger? Du wartest hier, ja? Okay. Lass uns mal Liebe machen, Chat. Are you ready? Nein! Nein! Was ist das für ein Spiel? Sie ist jetzt gerade weggegangen, Chat. Bin ich alleine gewesen? Hab ich alleine Liebe mit mir gemacht? Das ist Gym-Simulator. Warum kann man das da machen? Misch gewesen. Ich weiß es nicht. Okay, auch cool. Transferiert. Würde beides passen. Okay. Dankeschön für den Follow. Ich will irgendwelche Sachen. Ich hab doch gesagt, ich höre was. Das war voll billig und ich hab mich trotzdem erschrocken. Oh. Spring! Das ist ein geheimer Pfad unten. Secret Passage. Oh. Nicht antäuscht. Nein! Oh, Glück gehabt. Ich habe niemanden motiviert, runterzuspringen. So! Nee, stimmt. Oh,
Okay, ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass sie den Aufzug hochholt und der dann auf dem Aufzug draufsteht. Ja, das hatte ich auch schon. Was zur Hölle bin ich sehend? Thank Goddess, you are here? Mhm. Ich will da wirklich okay. Nicht reinhüpfen, ich... Was? Was? Oh. Was? Bitte sag mir, dass das ein Auge ist. Bitte was? Da wirst du als krank von der Arbeit nach Hause geschickt. Das habe ich mal erzählt, All Cats, dass ich genau das hatte, dass ich komplett ungeschminkt auf Arbeit kam, wo ich sonst immer geschminkt war. Und dann haben die mich einfach gefragt, ob ich krank bin. Und mein Gehirn hat Gott sei Dank schnell genug geschalten und hat einfach gesagt, ja, ich fühle mich nicht so gut. Und dann waren die so, ach, dann geh doch nach Hause. Ich wurde einfach nach Hause geschickt, von der Arbeit, wegen Hässlichkeit. Imagine. Wurde einfach nach Hause geschickt, wegen Hässlichkeit. Das kann ich bei mir nicht bringen, weil die kennen mich nur ungeschminkt. Tja. Bei mir aber auch. Nein. Ach was. Aber ich habe schon Leute nach Hause geschickt, also das ist kein Problem. Willkommen zurück, Lala. Baby. Entschuldigen Sie, wer ist dann beim Haus? Wow. Oh, wie kacke. Aha. Ist so. Das Spiel löst Traumata bei mir aus. Oh ja. Das ist so. Verdammt, es ist schon 5 Uhr morgens. In einer halben Stunde stehst du normalerweise auf, um auf die Arbeit zu fahren. Mhm. Ich mach mir mal eben 3 Kaffee und ja. Und schon wieder ein 24er gezogen. Ja. Jetzt ist Schluss mit lustig, denn ich hab erkannt, hat man anstatt Söhne Töchter mir gesandt. Denn die Hundenschar steht vor der Tür. Es gibt noch viel für euch zu tun. Jeder wird hier zum Mann, sogar du. Ist das Mulan gewesen? Ich hab keine Ahnung. Messer gewechselt, weil Messer super stark war in der 1-0. Also, hallo. Wow. Oh, und ich hab die immer mit einer Keule platt gemacht. Ich war mir auch sicher, dass es Mulan war. So. Danke fürs Zusehen. Links findest du eine YouTube-Empfehlung und rechts die React-Playliste. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir sehen uns Freitag im React wieder ab 18 Uhr mit Money zusammen. Tschüss.